Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal mit mir, dem Lustan. Im heutigen Video geht es darum, dass wir den Grassmaster 3.0 nochmal im Gelände testen, beziehungsweise auf der Anlage. Ja, hier seht ihr gerade, wie ich den Hintergrund aufbringe. Der wurde dann später nochmal geklebt und die Stecker entfernt. Ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Bevor es losgeht, möchten wir euch noch auf die Aktion der Firma noch hinweisen, bei der ihr mit dem Rabattcode D97GM310 auf noch.de 10% auf das gesamte Sortiment bis zum 30.09. sparen könnt. Also ich denke, hier erklärt sich alles von selbst. Bevor ich jetzt zum Begrünen komme, setze ich erst den Kabelkanal und ein paar Verteilerkästen und ja, gestalte eigentlich alles mit so ein paar Kleinigkeiten aus. Nun los, wir starten mit dem noch Graskleber XL. Die ganzen Produkte, die ich euch jetzt hier so ein wenig zeige, sind natürlich letzten Endes unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für einen direkten Zugriff einfach draufklicken. Und das ist der Grassmaster 3.0, das Profi-Modell, was ich schon in vorherigen Videos mal präsentiert hatte. Ja, auch das Produkt ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Aber machen wir jetzt weiter. Der Leim, der wird einfach aufgetragen. Natürlich ist es jetzt hier an dem Hang ein wenig schwierig. Ihr werdet gleich sehen, wie er mir wegläuft. Dabei ist der noch Graskleber wirklich empfehlenswert, da er schon ziemlich dickflüssig ist. Allerdings an solchen Stellen, wie gesagt, da läuft, glaube ich, jeder Leim den Hang herunter. Foliage von der Firma noch und ganz wichtig, Kaffeesatz. Diesen Kaffeesatz streue ich jetzt einfach mal hier drüber, mal dicker, mal feiner, um dann so ein bisschen die Erde nachzubilden. Wie gesagt, an manchen Stellen etwas dicker, da wird dann später keine Wiese mehr sein, sondern wirklich nur Erdboden. Und jetzt werde ich die Foliage, das ist einfach so ein bisschen Beflockungsmaterial auf einem Stück Vlies, kann man sich dann so schön abreißen und die werde ich dann einfach andrücken und die Ränder dann nochmal ein bisschen mit Leim nacharbeiten bzw. eintupfen, damit man dann später einen nahtlosen Übergang beim Begrasen erhält. Und damit arbeite ich auch gern, das ist Flockage und die lässt sich auch einfach dann in den Leim reindrücken und ja, so erhält man dann natürlich eine abwechslungsreiche Geschichte hier beim Begrünen. Ihr seht jetzt, wie ich auch die Wand da so ein bisschen mit Foliage gestalte. Ihr werdet gleich sehen, warum. Thank you.
Und wir fangen an mit der Begrasung hier, Wildgraswiese von der Firma noch. Einfach oben in den Grasmaster reingeben, das mittlere Sieb draufschrauben und schon kann die Begrünung losgehen. Ja, und alles weitere zu den Produkten und zum Grasmaster selber seht ihr in einem anderen Video von mir. Das ist oben verlinkt. Wenn ihr oben auf die Infobox jetzt klickt, gelangt ihr zu diesem Video. Ja, hier habt ihr jetzt gesehen, hier fehlen leider ein paar Sequenzen. Tut mir auch leid, dass ihr nicht miterleben durftet, wie ich diese schöne Ecke begrünt habe. Dafür zeige ich euch aber jetzt, wie ich hier so die Wand ein wenig gestalte. Da packe ich dann einfach alles Kleber drauf und lasse den dann laufen, so wie er gerade Lust hat. Und genau an diesen Stellen arbeite ich dann wieder mit Flockage, mit feiner Flockage, um dann eben so ein bisschen so Kletterpflanzen, Rankpflanzen darzustellen. Außerdem seht ihr auch, zum Beispiel jetzt oben rechts, dass ich wieder ein paar kleine Äste von draußen gesammelt habe, ein paar kleine Zweige und die dann auch mit eingearbeitet habe. Also ich muss sagen, ich bin von dem Ergebnis wirklich positiv überrascht und mir gefällt die ganze Szenerie. Natürlich kommen noch zum Schluss hier und da Büsche aus Seemoos, ein paar Bäume hin. Aber alleine dieses Begrasen mit dem Grasmaster macht schon sehr, sehr viel aus. Ich kann ihn wirklich nur nochmal empfehlen an der Stelle. Und wie gesagt, mit dem Gutscheincode könnt ihr dann auch nochmal 10% sparen, auch auf dem Grasmaster. An der Stelle möchte ich mich natürlich nochmal bedanken bei der Firma noch und bei meinen Abonnenten und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Livestream-Video oder was auch immer ich mache wieder. Bis dahin, euer Dustan97.